Hallo liebe Elektronikfreunde, mein Name ist Lorenz Völken und ich habe meinen Kollegen Timo heute eingeladen. Hallo Timo. Hallo Lorenz. Ich habe folgende Situation. Ich habe bisher dieses THR Terminalblock benutzt, aber mittlerweile ist es so, dass die Ströme so hoch sind, also 50 Ampere, 40, 50 oder vielleicht mehr, und das reicht nicht mehr aus. Ich brauche eine Lösung, die automatisiert funktioniert und durch diese Ströme können. Okay. Was kannst du mir empfehlen? Automatisierte Fertigung und hohe Ströme. Ja. Fällt mir spontan einen RedCube SMD ein. Mhm. Ich zeige dir das mal. Wird also auf Gurt geliefert. Sehr schön. Automatisiert bestückbar, wie du siehst, mit einem Captron-Tape on top für den Pick-and-Place-Prozess. Ja. Und das ziehen wir jetzt einfach mal ab. Tun wir mal so, als wäre das schon auf der Leiterkarte. Dann siehst du, da ist ein Innengewinde drin. Mhm. Kannst du einen Kabelschuh draufschrauben, 50 Ampere. 50 Ampere, schön. Gibt es auch Innen-Außengewinde auch? Ja, ja, klar. Die gibt es mit dem Innen- und mit dem Außengewinde. Okay. Aber 50 Ampere, ich weiß nicht, ob das 50 Ampere ausreichend ist. Vielleicht muss man das die Rating auch noch in Betracht ziehen. Klar, die Datenblattangaben sind ja immer bei Laborbedingungen praktisch gemessen. Was gibt es mehr? Also sicher okay, zu sein. Gehen wir höher vom Strom. Wenn wir im Strom höher gehen, wären wir bei einer RedCube THR-Variante. THR heißt Through-Hole Reflow. Ja. Pinne, die in die Leiterkarte reingehen, aber mit Captron-Tape automatisch bestückbar. Hier mit einem Innengewinde, die gibt es natürlich auch, so wie wir jetzt hier haben, mit einem Außengewinde. Außengewinde heißt mit Kappe. Und die Kappe würden wir dann natürlich abziehen. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir besser. Bis also 85 Ampere. 85 Ampere? Bis 85 das Ampere. Das ist sicher, dass es dann passt. Also ich glaube, ich werde bei dem bleiben. Ja. Vielen Dank, Timo. Also hat mich sehr gefreut. Gerne. Ich hoffe, hat euch auch Spaß gemacht und habt ein paar Ideen daraus geholt. Und schaut meine nächsten Videos an. Bis bald.